Hallöchen, immer wieder kommt die Frage auf zur 15 Grad Powermessung. Kann man damit eigentlich nur Fliegenrouten vermessen oder ist es auch möglich, Spinnrouten oder Karpfenrouten oder alle anderen möglichen Routen damit zu vermessen? Ob so ist, seht ihr jetzt. Ja, man kann, natürlich kann man es, denn was ist eine Route? Eine Route ist an und für sich eine Feder und die kann man immer vermessen. Ob es eine Fliegenroute ist oder eine Spinnroute ist, ganz egal. Bei Fliegenrouten sehen die Werte etwas anders aus, bei Spinnrouten, Karpfenrouten hat aber die Methode ebenfalls seine Gültigkeit. Denn die 15 Grad Methode, da 15 Grad Biegung, das haben die vielen Beobachtungen, bevor diese 15 Grad Speed Methode ins Leben gerufen wurde, ergeben, dass eben die optimale Biegung einer Feder respektive einer Route eben 15 Grad ist. So, hier habe ich jetzt mal eine Spinnroute eingespannt. Was man hier anhand der Messwerte noch für Werte für die Route, für die Praxis ermitteln kann, möchte ich mal kurz vorstellen. Also, an der Methode selber hat sich nichts geändert. Es sind immer noch zwei Messpunkte. Man hat hier den Viertelweg von der 15 Grad Auslenkung. Das sind also hier jetzt der statische Weg. Da wiederum ist mal ganz grob schon gesagt, das Wurfgewicht der Route ermittelt. So viel Gewicht in Gramm, was wir hier brauchen, um diese 3,75 Grad zur Auslenkung zu haben, die ergeben dann mal schon mal grob das Wurfgewicht. So, das zweite Gewicht, ich habe es alles schon vorbereitet, damit es etwas schneller geht natürlich. Das zweite Gewicht biegt jetzt die Route auf die 15 Grad. Also hier kann man dann feststellen, wo biegt sie sich am meisten? Hier in der Spitze oder mehr in dem mittleren Bereich, mehr in dem unteren Bereich. Also, dann haben wir diese zwei Gewichte, ein großes, ein kleines. Und was wir jetzt tun, ist an und für sich ganz einfach. Wir teilen das große Gewicht durch das kleine Gewicht. Da diese Strecke von den 15 Grad das Vierfache ist von der statischen, also was hier notwendig war für das kleine Gewicht, wird ein Faktor rauskommen, der immer über 4 ist. Je näher an 5 ran, desto mehr Spitzenaktion hat die Route. Je weiter sie sich unten biegt, desto geringer ist dieser Faktor. Er wird aber immer über 4 liegen. So, in diesem Fall haben wir 267,95 Gramm. Zu 57,95 Gramm. Wenn man diese beiden Werte also nun teilt, kommt ein Faktor von 4,62 raus. So, was kann ich jetzt mit diesen beiden Werten anfangen und mit diesem Powerfaktor? Es ist ganz einfach. Damit kann ich jetzt das Wurfgewicht bei Spinnrouten ermitteln und zwar nach gemessenen Faktoren und nicht nach subjektiven Schüttelmethoden oder Testmethoden, sondern einfach errechnet. Man nimmt also in diesem Fall den statischen Weg. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass das ja schon grob das Wurfgewicht ist. Jetzt haben wir also bei Spinnrouten aber immer die Angabe von bis. Ist ja auch klar, man legt sich da nicht fest auf ein genaues Wurfgewicht. Routen können mehr, es ist ja eine Feder. So, aber in Bezug auf diesen Powerfaktor, also wie sich jetzt die Route im Prinzip biegt, kann man jetzt dieses untere Gewicht ermitteln. Dazu teilt man einfach den großen Wert des statischen Weges, also diesen kleinen Weg, in dem Fall die 57,95 Gramm, teilt man durch den Powerfaktor 4,62 und damit hat man dann sozusagen das untere Gewicht, das untere Wurfgewicht. In diesem Fall wäre also 12,5 bis 58 Gramm. Das erscheint natürlich logischerweise etwas sehr weit gespreizt. Es hat sich hier habe ich hier eine Methode eingeführt, wo ich das untere Gewicht um 20% erhöhe und das obere Gewicht um 20% reduziere. Damit verschmälert sich dieser Grad von den 12,5 bis 58 eben auf 15 bis 46. Irgendwo dazwischen liegt dann das optimale Wurfgewicht, was auch wieder Gefühlssache ist, was der jeweilige Fischer damit am besten anstellen kann. Es sagt aber im Prinzip nur aus, was die Route selbst kann, wenn man so viel Kraft einsetzt,
um eben diese 15 Grad Auslenkung zu erreichen. So, ich hoffe, die kurze Einführung war verständlich. Und was Karpfenruten angeht, da jetzt eine Frage in die Runde. Da gibt es die Angaben in Pfund, also 2 Pfund, 2,5, 3 Pfund, 3,5, 4 Pfund, keine Ahnung, wie weit das geht. Da wurde ich persönlich, ich bin kein Karpfenangler, nie schlau, wie diese Pfundangaben eigentlich ermittelt werden. Macht wahrscheinlich auch wieder jeder selbst, aber vielleicht könnten wir da in den Kommentaren ein paar Details reinschreiben, dass vielleicht ich auch mal ein bisschen was lernen kann. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, nur noch abschließend gesagt, die Route, die ich jetzt hier gerade vermessen habe, beziehungsweise eben zu den Demonstrationen gezeigt habe, da handelt es sich um eine Speedmaster, eine SSM 300H. Die Route war hier in diesem Bereich, ich lege mal die Spitze am besten mal weg, die Route war in diesem Bereich gebrochen und wurde durch die Solicone Connect Technik wieder instand gesetzt. Ich zeige das mal in der Nahaufnahme. Hier sieht man also kaum etwas, auch von der Struktur des Blanks her nichts mehr, was also hier auf den Bruch zurückschließen lässt. Die Biegungskurve, ihr könnt nochmal das Video zurückspulen, sieht man auch, dass die also kaum sichtbar ist. Und so, wenn Sie also mal so eine Route auch haben, die gebrochen ist, kein Grund sie wegzuschmeißen, einfach her damit, bezahlbare Reparaturen, das ist das Aushängeschild bei Solitip. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss!